Ja, mein heutiges Thema ist die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine tiefe Hirnstimulation, also für die Implantation dessen, was man gemeinhin als Hirnschrittmacher bezeichnet. Und was gibt es möglicherweise an Alternativen für die Patienten in diesem Krankheitsstadium? Die tiefe Hirnstimulation wird seit etwa 25 Jahren durchgeführt mit großem Erfolg. Sie hat sich auch gut etabliert in der Parkinson-Behandlung. Und es war bis vor etwa 2 Jahren so, dass man sagt, nun der Zeitpunkt ist gekommen, etwa so nach 12, 15 Jahren Krankheitsdauer, in dem Moment, wenn man mit den Medikamenten so überhaupt nicht mehr klarkommt. Also wenn mit Tabletten überhaupt nichts mehr geht, die Patienten unbeweglich bleiben, dann ist die tiefe Hirnstimulation nochmal ein Versuch, dem Patienten zu helfen. Und man weiß schon seit längerem, dass bei hochbetagten Patienten, das heißt, was heißt hochbetagt, also etwa ab dem 70. Lebensjahr, die Hirnstimulation mit hohen Risiken verhaftet ist, so dass das Zeitfenster relativ eng war, in dem diese Therapieoption zur Verfügung stand. Das hat sich jetzt seit 2 Jahren geändert, nachdem eine Studie publiziert worden ist, in der gezeigt worden ist, dass auch schon nach 5, 6, 7 Jahren bei einigen oder beim Teil der Patienten zumindest eine tiefe Hirnstimulation sehr sinnvoll sein kann. Und da ist es natürlich so, dass wenn man in diesem Stadium die Stimulation durchführt, zumindest bei jüngeren Patienten die Berufsfähigkeit noch erhalten bleiben kann und dass diese Patienten dann auch noch, wenn man es so früh macht, eine relativ lange Zeitspanne haben, in der sie von dieser Hirnstimulation profitieren können. Denn wenn die Krankheit erst mal so 15 bis 20 Jahre läuft, dann bringt auch diese Hirnstimulation nichts mehr. Das heißt, hier hat man einen längeren und besseren Benefit.